Kimberly, ich habe einen Auftrag für Sie, den Sie nicht ablehnen können. Mr. Kimberly ist momentan außer Dienst. Nennen Sie mich Mademoiselle Oiseau. In 5 Minuten wird eine Frau mit einer roten Baskenmütze aus dem Hotel treten. Folgen Sie ihr und berichten Sie mir, was Sie sehen. Könnte sein, dass ich den Auftrag annehme. Und noch was, Mr. Kimberly. Machen Sie ein paar Fotos als Beweise. Nein. Sie was rausfinden können? Ich denke, es ist folgendermaßen. Mademoiselle Oiseau will ihren Ehemann umbringen lassen. Und dieser Kerl hier ist der Auftragskiller. Da, schauen Sie mal. Der Mann trinkt einen Grog. Nicht einfach so gehen. Wieso nicht? Weil ich noch eine Frage habe und du 4. Ach so. Und was ist deine Frage? Du bist schon komisch. Ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht, ob du absichtlich komisch bist oder einfach nur so bist. Ich mag dich, aber ich ertrag's einfach nicht mehr. Wie kommt das denn? Es gibt keinen Grund. Jedenfalls keinen, den ich kennen werde. Aber wenn ich dich frage, warum ich mir wenigstens eine Antwort geben kann. Was weiß ich? Vielleicht fühle ich mich wie ein Insekten-Bernstein. Hm? Du bist doch kein Insekt. Was soll denn der Bernstein sein? Ich? Und rein mir nicht die ganze Zeit hinterher. Was soll ich denn jetzt machen? So, jetzt kommt Frage Nummer 4. Sie das Kind halten. Ich bin gleich wieder da. Ja, natürlich. Wann kommen Sie denn wieder? Ganz gleich, bestimmt bevor er aufwacht. Dankeschön. Schauen Sie mal, wie es aussieht. Ja, ganz entspannt. Aber sag mal, die sind doch verrückt, dass die uns ihr Kind da lassen. Ich meine, wir könnten ganz leicht Gangster sein. Alle Menschen sind momentan so durcheinander, findest du nicht? Das waren die schon immer. Herr Winter, eine Frage. Geht doch schon mal rein, ja? Was ist dran an der Geschichte? Von was für eine Geschichte sprechen Sie? Ach so, das war eine ganz harmlose Angelegenheit. Maxi SM?
Tommaso? Also, wir haben uns die Zeit vertrieben. Wir haben geredet. Nein, ich mag kleine Post. Mag auch große Post. Die Frau hat ja nicht lange gefragt. Ich will dich doch küssen, weil du so alt bist. Hast du Angst vor dem Tod? Ist das Frage Nummer 7? Ja. Ja. Was soll ein Mann in meinem Alter noch anstellen? Außerdem liebe ich meine Frau. Ja? Warum haben Sie sie denn belogen? Schauen Sie nicht so skeptisch. Es ist nichts vorgefallen. Rein gar nichts. Das ist sie doch, oder? Ah ja.